Problem ist, ich glaube, das ist ja Vorstand. Otmar Lattorf, Initiator der heutigen Aktion. Wir befinden uns auf der Bonner Straße. Es geht um die Nord-Süd-Stadtbahn, die hier gebaut werden soll. Am heutigen Morgen sollten eigentlich die ersten Bäume fallen. Jetzt stehen Sie hier mit verschiedenen Initiativen. Warum sind Sie heute hier? Wir stehen gerade deswegen hier, weil die Stadt Köln gedachte, heute schon ungefähr 300 Bäume abzusägen, hier auf der Bonner Straße. Genau, der Beschluss kam gestern. Vielleicht können Sie auch noch mal kurz darauf eingehen. Ja, der Beschluss kam nicht gestern, sondern der kam Freitag. Und das war der Beschluss vom Oberverwaltungsgericht, dass die Bäume nicht unter Schutz stehen. Das war eine Antwort auf unseren Eilantrag. Wir hatten einen Eilantrag gestellt, dass die Bäume während der Gespräche mit der Stadt Köln zumindest unter Schutz stehen. Und das Gericht hat nun gesagt, sie stehen nicht unter Schutz. Sie sind bereits seit heute Morgen hier. Es wurden noch keine Bäume gefällt. Ja, genau. Wir sind seit ungefähr 6 Uhr hier. Und bislang ist es soweit gewesen, wir hatten eine Demonstration ausgerufen und die hat auch stattgefunden. Und dann sind wir von der Demonstrationsort, haben wir dann die Demonstration aufgelöst und sind dann sozusagen hier spazieren gegangen. Wir sind alles Spaziergänger hier. Sie sind ja seit heute Morgen hier. Wie lange planen Sie noch heute hier zu sein? Ach, solange die Sonne scheint. Ist doch schönes Wetter heute, ne? Wir bleiben ja so lange, wie die Sonne scheint. Die Polizei ist auch vor Ort. Stehen Sie in Kommunikation zur Polizei? Ja, wir stehen in einer sehr guten Kommunikation mit der Polizei, durchaus. Wie viele Initiativen sind heute hier und was genau sind Ihre Ziele? Warum stehen Sie seit heute Morgen hier? Also es ist eine Anzahl von ungefähr 15 verschiedenen Initiativen. Eine Initiative, das ist ein Dachverband, das heißt Initiative gegen Planungsirrsinn. Und da sind untergliedert zum Beispiel Verein Nabis, dem ich also vorstehe. Und auch ein anderer Bürgerverein, der heißt Elf Colonia und so weiter. Es gibt also verschiedene Initiativen. Und der Sinn der Sache ist, wir möchten, dass die Planung, die hier vorliegt, dass sie verbessert wird. Man kann die Planung verbessern und zwar dahingehend, dass die Bäume, das sind 300 Bäume hier an der Bonner Straße, dass die Bäume stehen bleiben. Vielleicht nicht alle, also es gibt also eine Planungsmodifikation, eine Variante, die wir vorgeschlagen haben. Und eigentlich ist es erstaunlich, dass die Stadt Köln darauf bislang nicht eingegangen ist. Die Gespräche wurden vor der Zeit abgebrochen. Bevor wir zu einem Ergebnis kamen, sind die Gespräche von der Stadt Köln leider abgebrochen worden. Vielleicht können wir darauf noch mal ein bisschen genauer eingehen. Sie haben ja vorab auch mit der Stadt kommuniziert. Wie lief das ab? Am Anfang war es so, dass die Stadt Köln überhaupt gar keine Lust hatte, uns anzuhören. Es war keine Kommunikation. Sie hat das, soweit es ging, über Monate verhindert. Und wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr also unzählige Briefe an Frau Reker und unzählige Versuche mit der Stadtverwaltung diesbezüglich zu besprechen. Aber das hat die Stadt Köln immer abgelehnt. Es kam erst in dem Augenblick, als wir geklagt haben, als wir eine Klage beim Oberverwaltungsgericht eingereicht haben, in dem Augenblick war es möglich, oder kurzer Zeit danach war es möglich, mit der Stadt, beziehungsweise in dem Fall mit der Verkehrsdezernentin Blome, überhaupt mal über die Sachlage, über unsere Vorschläge zu sprechen. Das begann jetzt im März 2017 und hat eine Fortsetzung gefunden im September. Aber leider ist diese Fortsetzung, also Fortsetzung der Gespräche, leider sind diese Gespräche dann nicht zu Ende geführt worden. Sie sagten ja, Sie wollen noch den Tag über hier bleiben. Sind irgendwie weitere solche Aktionen geplant? Jeden Tag, auch morgen und übermorgen. Nein, übermorgen ist Samstag, ab Montag. Also jeden Tag. Wir haben keine andere Wahl. Die Situation ist leider die, dass die Politik, die ist nicht auf unserer Seite, selbst die Grünen nicht, die sind also für die Baumfällung. Die Stadtverwaltung, die hat diese Planung vorgelegt, also ihre Planung vorgelegt, will unsere Planung nicht zu Ende diskutieren. Und natürlich jetzt das Gericht. Das Gericht ist auch gegen uns. Das sagt im Prinzip, Naturzerstörung ist korrekt, ist rechtsmäßig. Sodass das bedeutet, dass eigentlich nur noch die Bürger selber. Wir können die Bäume verteidigen und es gibt kein Gremium, was uns zur Seite steht. Deswegen sind wir hier, weil wenn das so ist, wie ich gerade erwähnte, dann haben wir nur noch uns selbst. Wir, die Bürger, verteidigen ihre eigenen Bäume. Jetzt haben Sie vorhin auch schon Ihre Forderungen genannt.
Auf welche Schritte hoffen Sie jetzt? Wollen Sie, dass die Stadt vielleicht jetzt direkt auf Sie zukommt und dass man nochmal kommuniziert? Das wäre nützlich. Das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Das ist das, was wir eigentlich auch tatsächlich hoffen, dass die Gespräche fortgeführt werden, damit man tatsächlich mal das Ganze nochmal bewertet. Wir haben ja einen Vorschlag gemacht, der darauf hinausläuft, dass eben der größte Teil der Bäume stehen bleiben kann. Und das muss ja jetzt dann in den Details, also in den Abbiegespuren und was im Untergrund ist, also die kleinen Details, die aber auch wichtig sind, das muss im Prinzip besprochen werden. Das muss man einfach mal durchdekliniert werden. Und das ist bis jetzt nicht gewesen. Die Stadt Köln hat ab einem bestimmten Punkt gesagt, wir diskutieren nicht weiter, und dann war es einfach so. Und wir sind zu keinem gemeinsamen Ergebnis gekommen. Und wir möchten, dass weiter diskutiert wird, beziehungsweise dass unsere Planung nochmal genauer untersucht wird. Im Hintergrund sehen wir auch, dass Aktivisten auf den Baum geklettert sind. Vielleicht ein paar Worte nochmal dazu. Ja, es gibt in Deutschland unterschiedliche Initiativen, die sich für den Baumschutz einsetzen. Und die Aktivisten, sie kommen aus dem Hambacher Forst. Das sind auch Baumschützer, die auch entsprechende Aktionen machen. Die sind da schon seit Jahren auf den Bäumen. Das sind Baumschützer, auf Bäumen sitzen wie die Affen und haben da Baumhäuser gebaut und haben von unserer Situation hier gehört und sind sie hinzugekommen. Weil es sind natürlich ja viele Anwohner, die etwas älter sind und die so auf den Bäumen nicht draufklettern können. Das übernehmen die dann für uns. Eine Luft, ohne Luft kein Leben mehr.